10 Uhr morgens. Montagmorgen. Wetter okay. Ich muss mal jetzt Termine machen. Aviation Medical und. Ja, das ist ein Drogentester. 17 Grad wird es die ganze Woche heute. Diese ganze Woche. Mann, ey, was ist denn das? Super spät ins Bett gegangen. Konnte noch nicht einpennen. 3 Uhr. Heute Morgen um 5 vor 8 kamen die Laubbläser vorbei. Ey. So, ja. Und dann muss ich mal gucken, ob ich noch ein Geschäft finde, wo ich mal diese Sandalen anprobieren kann. Ansonsten lasse ich mir die einfach von Amazon zuschicken. Jetzt 10,5 bei der Standardgröße. Und dann, wenn sie nicht passen, geht es zurück. 17 Grad soll es heute wieder werden. Allerdings fühlt es sich wesentlich kühler an. Aber es ist wahrscheinlich deswegen, weil die Sonne nicht scheint und es hier in der Bude einfach kälter ist. So, in 2 Stunden habe ich den Drogentest. Ich hoffe, ich kann pinkeln, denn beim letzten Mal hatte ich Schwierigkeiten, das, den Becher so voll zu machen, wie sie den gerne voll gehabt hätten. Deswegen fange ich jetzt an zu trinken. Wasser, Orangensaft und so weiter, damit es nachher reibungslos läuft. So, jetzt muss ich gleich noch einen Termin vereinbaren für das Medical. Und ich hoffe, der schreibt nicht 200 Pfund aufs Medical. Denn normalerweise packen die dich einfach mit ganzen Klamotten, Schuhen, allem auf die Waage und tragen dann das Gewicht auf oder ins Medical ein. Das wäre eine Katastrophe. Na, mal sehen. Und dann nehmen sie nur $100 dafür ab. Oder mehr noch. Muss ich jetzt einfach sehen. So, ja. 2 Stunden geht es zu diesem komischen Labcorp. Es war ein ganz schönes Drama, diesen Barcode zu bekommen von der Firma, die mich dahin schickt. Denn da war nicht ein Barcode. Da musste ich mit mehreren Leuten da hier live chatten, damit ich den Barcode nicht habe. Naja, jetzt habe ich ihn. Es geht zum Drogentest mittlerweile 20 vor 2. Ja, vor einer Stunde. Also ich habe mir einen Kaffee reingezogen und dann noch einen Orangensaft mit Wasser und so weiter. Und dann musste ich vor einer Stunde so hardcore aufs Klo. Ging nicht. Und von daher bin ich aufs Klo gegangen und habe mir danach dann nochmal einen Kaffee und Orangensaft und sowas weiter gegeben. Und ich hoffe, ich kann gleich pinkeln, aber ich denke schon. Denn ich erinnere mich, die wollen bei diesem Testlabor wollen die ohne Ende Urin. Ja, ja. So, ja. Und alles findet da irgendwie kontaktlos statt. Man kann im Auto schon irgendwie sagen, ja, man ist da. Und dann geht man direkt rein, wenn man dran ist. So, auf geht's. Bring das hinter uns. Ja, einen Termin für einen Arzt, für ein Medical, konnte ich nicht vereinbaren, denn heute ist mehr oder weniger offiziell Feiertag. Das heißt, alles hat natürlich offen, außer die Ärzte. Schönes Wetter, obwohl es heute der kühlste Tag der Woche ist. Heute werden nur 15 Grad erreicht. Rest der Woche 17 bzw. sogar 18 Grad. Das ging ruckizucki. Ich war jetzt Wartezeit. Ich habe einfach hier per SMS gesagt, ich bin da. Dann konnte ich rein. Registrierungsnummer. Und dann musste ich schon wieder krass aufs Klo. Ja, ein paar Sachen unterschreiben. So, jetzt geht's wieder nach Hause. Wir haben noch nicht mal 2 Uhr. Also das ging wirklich schnell. Nice. So much fun. She said you can pass an old beer. Nicht mehr viel passiert. Leanne ist immer noch super, super happy, dass es bald nach Hawaii geht. Und die hatte sich Sorgen gemacht, dass ihr Fahrzeug, was wir eventuell auch importieren nach Hawaii, die Inspektion nicht übersteht. Aber die sind ein bisschen laxer. Hier in Kalifornien, das ist eigentlich ja, der härteste Test, den man bestehen muss, kann. Und von daher sollte das gut gehen. So, jetzt haben wir mittlerweile kurz nach 4. Ich habe überlegt, angeln zu gehen, aber das mache ich morgen. Eventuell mal den anderen Park ausprobieren. Nachher Training, wo ich leicht einen Muskelkater habe von gestern. Aber da muss ich jetzt einfach durch. Ja. Was geht heute sonst noch? Was geht's? What do I doing? Ja. I was researching Hawaii! Yay! So, die Leanne ist zum Sonnenuntergang fotografieren. Für mich heißt es jetzt zum Trainingsraum. So, ich habe gerade mal Shipping-Costs für Autos von hier nach Hawaii eruiert. Habe mir alles Mögliche an Quotes zuschicken lassen. Und jetzt habe ich mit einer Dame telefoniert aus Hawaii.
Also ich habe da Quotes bekommen. 4.500 Dollar für beide Autos und so weiter. Also unglaublich. So, ja. Und dann meinte die, ja, 1.450 für mein, also das ist ja ein Minivan, ein bisschen größer. Man muss das Montag abgeben, dann geht das Donnerstags raus und dann dauert das 12 Tage, bis es da ist in Honolulu. Und dann habe ich gefragt, ja, zweites Fahrzeug, Discount und so weiter. Na, auf jeden Fall kriege ich jetzt jedes Fahrzeug für 1.430 verschickt. Also knapp 2.900 Dollar inklusive allem. Das ist das günstigste Angebot, was ich gefunden habe. Und das würde gehen. Ist natürlich noch probant. Man muss das jetzt natürlich buchen, ansonsten geht der Preis hoch und bla bla bla. Aber wenn man das jetzt bucht, dann zahlt man 150 Dollar an pro Fahrzeug und hat dann das ganze Jahr Zeit, mehr oder weniger, das dann zu machen. Denn ich weiß ja noch nicht mein Starttag. Ich muss dann mein Fahrzeug ja dann hinbringen, kurz bevor das Training beginnt. Und dann am Ende des Trainings hätte ich dann mein Fahrzeug. Das wäre perfekt. So, dann muss ich mit der Lern drüber sprechen. Die hat nämlich auch mit jemandem gesprochen und meinte 1500 von Port zu Port. Also hier Oakland gibt man das ab und dann holt man das am Hafen Honolulu ab. Und dann hätten wir unsere Fahrzeuge beide dort, was natürlich ideal wäre. Also unsere alten Möhren. Ich habe mir überlegt, einen Tacoma zu kaufen, aber die kosten 40.000 Dollar. Das geht noch nicht. Da muss Bitcoin und Ethereum erstmal hochgehen und das tut es gerade mal so überhaupt nicht. So, auf den Trainingsraum. Super hungrig. Gulasch gibt es heute nochmal. Lecker, kann ich mich drauf freuen, aber jetzt geht es erstmal in den Trainingsraum. Ich habe noch ein bisschen Muskelkater überall, aber das ist gut so. Und ich glaube, mein Bauch schrumpft zumindest ein ganz klein wenig. Im Trainingsraum angekommen. Kurzer Nachtrag zu der Story von Leans Bruder. Der war jetzt mittlerweile zweimal im Krankenhaus. Beim ersten Mal haben sie ihm Medikamente gegeben und dann sind die ganzen Werte trotzdem runtergegangen, also hier Oxygen und so weiter. Und ja, jetzt ist er zum zweiten Mal aus dem Krankenhaus raus. Die Werte haben sich wohl stabilisiert. Und von daher sieht es wieder ganz gut aus. Aber man weiß nie. Ja, nicht die besten Gene da überall verteilt in der Gegend. Von daher, ja, so. Workout. Auf geht's. So, ich merke auf jeden Fall, dass die Kondition schon besser wird. Merklich. Also gerannt oder gelaufen, so. Continuously, was heißt das auf Deutsch? Wiederholt? Nee. Naja, bin ich ja schon lange nicht mehr. Aber habe ich auch, als ich da noch beschäftigt war, habe ich ja mehr oder weniger Muskeltraining gemacht, hier und da. Aber gelaufen, da habe ich mit dem Fahrrad gefahren, aber da bin ich auch total abgestürzt, den Berg hoch. Ja, man merkt, es wird besser. Der Bauch natürlich immer noch viel zu fett. Das merke ich ja schon, wenn ich versuche, in die Hosen zu kommen. So, jetzt noch ein bisschen Muskeltraining, Whirlpool-Dusche. Oh, schwindelig schon wieder. Wieder zu Hause. Whirlpool war gut. Meine Beine fühlen sich ein bisschen wabbelig an und es gibt direkt Essen. Gulasch ist wieder angesagt. Genau wie gestern. So. Oh. Ja, sonst ist heute nichts mehr gelaufen. Ich muss morgen mal der Nadine von Blue Hawaiian Helicopters antexten, ob die nicht noch einen Vorschlag hat, wie man das Auto eventuell noch günstiger verschicken kann. Wir haben jetzt zwei Angebote, die recht ähnlich sind. 1.459 und 1.430 pro Auto. Natürlich nice, wenn das nochmal günstiger geht, aber wahrscheinlich nicht. Also ich habe auch Angebote, habe ich glaube ich schon erzählt, 4.000, 4.500 Dollar. Und dann braucht das natürlich 2 Wochen bis dahin. Wieder zu viel gegessen. Aber Lugulasch musste weg und der ist einfach super lecker. So, das spiele ich glaube ich noch ein bisschen Poker. Schneide das Video von heute zusammen und gucke mir noch mal ein paar Unterlagen an. Fürs Gewissen. Das war's. Morgen wollen wir mal in den Park fahren. Ein bisschen angeln. Ich muss mal wenigstens einen Fisch fangen hier in Kalifornien, bevor ich abhaue. Denn ich habe 70, 74 Dollar ausgegeben für einen Angelschein und Two-Rod-License, die ich dann nicht mehr benutzen kann. Ja, ich hätte gerne noch einen Lachs gefangen, bevor ich abdüse, aber
Ich habe immer noch keinen Lachs gefangen. Ich kann es nicht glauben. Shame on me.